Herzlich willkommen beim Basic Video 2 im Lernzyklus zum Thema Streckensymmetrale und Winkelsymmetrale. Nachdem du dieses Video angeschaut hast, wirst du die Winkelsymmetrale perfekt auf Papier und in GeoGebra konstruieren können. Bevor wir loslegen, führen wir noch einen schnellen Sicherheitscheck durch. Versuche, diesen Lückentext zu beantworten. Drücke dafür jetzt auf Pause. Die Lösung war einfach, oder? Die Winkelsymmetrale halbiert den Winkel. Wenn dir dieser Lückentext Schwierigkeiten bereitet, dann schau dir bitte nochmal das Intro-Video an. Bevor wir losstarten können, richte dir bitte einen Zirkel und ein Lineal. Nun lernst du, wie wir eine Winkelsymmetrale mit Lineal und Zirkel konstruieren können. Zuerst zeichne eine beliebige Strecke AB. A wird der Scheitel unseres Winkels. Wir zeichnen diesen beliebig groß. Dieser Punkt sei C. Wir zeichnen einen sauberen Winkelbogen ein. Dieser muss aber nicht unbedingt hier bei der Strecke abschließen, sondern ruhig auch darüber hinausragen. Das ist unser Winkel Alpha. Wir nehmen wieder den Zirkel und können diesen beliebig weit öffnen. Wir stechen in einen Schnittpunkt der Strecke AC mit dem Winkelbogen, öffnen den Zirkel beliebig weit und schlagen ab. Dasselbe wiederholen wir beim anderen Schnittpunkt. Dabei solltest du die Einstellung des Zirkels nicht verändern und du zeichnest auch hier einen Teilkreis und veränderst die Einstellung des Zirkels nicht. Nun verbinden wir den Scheitel mit dem Schnittpunkt. Wir zeichnen zwei neue Winkelbögen ein. Diese sollten beide Alpha halbe betragen. Jetzt prüfen wir das. Der gesamte Winkel hat 32 Grad. Und die halbierten Winkel haben 16 Grad. Wir haben die Winkelsymmetrale korrekt gezeichnet. Eine Winkelsymmetrale hat eindeutige Eigenschaften. Genau diese wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Jeder Punkt auf der Winkelsymmetrale ist von den beiden Schenkeln des Winkels gleich weit entfernt. Betrachten wir diesen Punkt B. Dieser liegt auf der Winkelsymmetrale. Die Strecken CB und DB wurden normalstehend auf die ursprünglichen Strecken gezeichnet. Es gilt, BC ist gleich lang wie BD. Das gilt für jeden beliebigen Punkt, der hier auf der Winkelsymmetrale gezeichnet worden ist. Die Winkelsymmetrale halbiert den Winkel. Nun schauen wir uns an, wie wir die Winkelsymmetrale in GeoGebra konstruieren können. Zuerst zeichnen wir einen beliebigen Winkel, Alpha. Wir verbinden mit Strecken die Punkte, damit beim Punkt B ein Scheitel entsteht. Winkel Alpha hat 50,62 Grad. Wir konstruieren nun die Winkelsymmetrale.
Was ist jetzt passiert? Diese Winkelsymmetriale I, hier ist die Beschriftung, macht Sinn. Sie teilt unseren Winkel Alpha in der Hälfte. Aber was macht diese Winkelsymmetriale H? Drück jetzt vielleicht auf Pause und nimm dir ein bisschen Zeit, um darüber nachzudenken. Ich gebe dir einen Tipp. Es hat etwas mit den Strecken G und F zu tun. Hast du die Lösung gefunden? Wenn ja, ist es super toll. Aber wenn du sie nicht gefunden hast, ist es auch kein Problem. Ich erkläre es dir jetzt. Wir verlängern die Strecke G mit Hilfe einer Geraden. Wir sehen sofort, dass die Gerade H den Winkel, der von F und G hier eingeschlossen wird, dass diese von H geteilt wird. Das gilt auch für die andere Gerade. Die zeichne ich sofort wieder ein. Wir sehen, hier ist wieder H, dass dieser Winkel hier G und K, also K ist die Gerade, die durch die F verlängert, dass H diesen Winkel teilt. Wir brauchen jetzt weder K noch H. Jetzt wollen wir noch prüfen, ob GeoGebra tatsächlich richtig gezeichnet hat. Wir wählen Winkel und zeichnen diesen ein. Grad hat Beta. Das ist genau die Hälfte von Alpha. Das heißt, wir haben richtig gezeichnet und GeoGebra hat die Winkelsymmetrie richtig konstruiert.